Okay, dann herzlich willkommen wieder zurück bei unserem kleinen Hacking-Webinar. Und zwar betrachten wir das erste Mal hier die gängigsten Ports, damit wir so eine Ahnung haben, was wir auf einem Zielsystem erwarten könnten. Jetzt mal angenommen, wir haben in unserer passiven Aufklärung schon mal einen Server gefunden, den wir scannen wollen. Dann verschaffen uns die gängigsten Ports schon mal einen ersten Eindruck davon, was wir erwarten könnten. Und dazu verlinke ich dann nachher auch nochmal eine Ressource, wo man dann noch mehrere Ports gelistet hat. FTP sagt vielleicht den meisten was noch. Also man kann damit Dateien eben vom Server runterziehen und hochladen. HTTP, das sagt, denke ich mal, jedem was. SSH sagt, denke ich mal, auch den meisten was. Das ist eine Secure Remote Shell, also um sich eben remote auf den Server einzuloggen, um den zu warten. Telnet ist das im Prinzip dasselbe, nur eben unverschlüsselt. Deswegen das S vor dem SSH für das Secure, weil das eben verschlüsselt ist. Und HTTPS im Prinzip dieselbe Geschichte wie HTTP, nur eben verschlüsselt. FTPS wieder dieselbe Geschichte wie FTP, nur eben verschlüsselt. Das erste Tool, das wir uns jetzt anschauen, ist Ping. Damit senden wir ICMP-Packets an einen Host. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel an meine Botbox, so heißt ein Server hier, den ich laufen habe, eben zwei Ping-Requests geschickt. Und da sieht man die zwei Packets, die dann eben hingeschickt werden. Und dann sieht man, dass die eben zurückgekommen sind in der Zeit. Damit kann man dann immer ganz schnell testen, also ob ein Host, den man gefunden hat, überhaupt momentan online ist oder nicht. Das ist zwar manchmal ein bisschen irreführend, weil man kann ICMP-Packets auch blockieren. Und da kann es dann sein, dass ein Host, der eigentlich online ist, als offline angezeigt wird, weil man eben mit ICMP-Packets nicht erreichen kann. Was auch ein gutes Tool ist, ist Fping. Damit kann man eben einen bestimmten Bereich an Hosts eben sehr schnell abscannen, sehr schnell abpingen. Also hier gibt man die Anfangs-IP an und die End-IP. Und die pingt dann alle IPs zwischen den zwei IP-Adressen an. Also hier sieht man dann, wer angepingt wurde. So ein anderes Tool, das ähnlich vorgeht, ist NetDiscover. Da gibt man im Prinzip nur das Tool NetDiscover zum Beispiel ein und das scannt dann das ganze Netzwerk, in dem man sich momentan befindet, halt ein. Oder man gibt da eine Netzwerkmaske ein. Hier zum Beispiel Slash 16, das heißt, die ersten 16 Bits von der IP-Adresse müssen gleich bleiben. Und was man auch machen kann, ist Nmap, was aber leider ein bisschen langsamer ist, weil es eben nicht asynchron arbeitet. Also das heißt, es pingt eins an, wartet auf eine Request und macht dann weiter und sendet nicht alle erst raus. Und der Schalter SP steht für Ping Scan. Also das kleine S ist immer für die Scan-Variante und dann dahinter geben wir die Scan-Variante an, die wir benutzen wollen. Das ist in unserem Fall hier der Ping Scan. Und dahinter geben wir unsere Netzwerkmaske ein. Also hier zum Beispiel die IP, die ich momentan habe oder halt eine IP in dem Netzwerk und dann geben wir an, wie viele Bits von der IP-Adresse gleich bleiben sollen. Also immer ein Block davon sind immer 8 Bits. Gucken wir uns eine andere Scan-Methode an. Und zwar jetzt haben wir eine Liste gefunden von Hosts, die offen sind im Netzwerk, weil die halt online sind, so gesagt. Und jetzt wollen wir herausfinden, welche Ports denn offen sind auf dem Host. Und dann picken wir uns einen Host raus und geben jetzt wieder Nmap an. Und diesmal geben wir einen TCP-Scan an. Das heißt, wir wollen eine komplette TCP-Verbindung zu dem Host aufbauen, auf einem bestimmten Port. Also das heißt, zu dem Host, den wir hinten angeben, wollen wir einen kompletten Handshake durchführen. Also wir senden erst, wenn ihr den TCP-Handshake kennt, wir melden uns erst beim Server, sagen, hey, wir wollen eine Verbindung. Der bestätigt das Ganze und dann bestätigen wir nochmal, dass er es bestätigt hat. Und dadurch ist dann eine Verbindung zustande gekommen und wir haben dann eine vollwertige Verbindung zu dem Server. Und das machen wir für alle Ports. Dafür steht das minus P minus. Normalerweise scannt Nmap immer nur die Top
1000 bekanntesten Ports und mit dem minus P minus scannen wir alle Ports, also bis zu 65.000 rum irgendwo. Das minus PN, das habe ich ja vorher schon gesagt, dass wenn wir Ping-Requests senden, dann kann man die theoretisch blockieren. Und Nmap macht es aus Performance-Gründen immer als erstes, dass wir als erstes ein Ping-Packet hinschicken und gucken dann, ob der Host überhaupt online ist. Und wenn er gar nicht erst auf das Ping-Request antwortet, dann macht Nmap gar nicht erst weiter. Und mit dem PN, dann lassen wir das Prüfen, ob der Host online ist, eben weg, weil wir das davor im Prinzip schon gemacht haben. Und weil wir halt auch vielleicht Hosts scannen wollen, die eventuell Ping-Requests eben blockieren. Und damit scannen wir dann im Prinzip alle Ports von dem Host ab. Aber jetzt konnten wir hier zu den Ports, die wir hier aufgelistet haben, eben eine vollständige TCP-Verbindung aufbauen. Und Nmap macht auch immer gleich Vermutungen darüber, um welche Services sich handeln könnte. Also man muss jetzt die Service-Liste sich jetzt nicht auswendig lernen. Und zwar gibt es auch noch andere Scan-Methoden, die ich gern vorstellen will von Nmap. Und zwar haben wir den Stealth-Scan oder den Sync-Scan. Je nachdem, ich weiß nicht genau, für was es steht, aber eins von beidem. Das ist wie ein TCP-Scan, nur dass wir eben nicht auf die Antwort, also nur dass wir die Antwort vom Server nicht mehr bestätigen. Das heißt, es kommt nie eine vollständige Verbindung zustande, weshalb der Scan dann teilweise in Logs auch nicht auftaucht, und deshalb hat der Sync-Scan dann auch den Alias-Namen eben Stealth-Scan. Die restlichen Schalter bleiben dieselben und hier geben dann wieder unsere IP oder unsere IP-Range ein. So, dann haben wir den Christmas-Scan, so heißt er wirklich, bei dem werden einfach alle Header, die es gibt, einfach gesetzt und alle Flags werden gesetzt. Das dient einfach nur dazu, um vielleicht einen Error zu provozieren. Also das heißt, wenn wir nicht wissen, um was für einen Service es sich handelt auf einem bestimmten Port und der antwortet einfach nicht richtig, dann können wir einen von den beiden Sachen hier ausprobieren. Und zwar einmal der X ist für alle Header gesetzt und alle Flags gesetzt im Packet. Und da antwortet ein Service eventuell anders drauf und vielleicht mit einem Error oder sonstigem, worauf wir dann besser schließen können, um was für ein Service es sich handelt. Genauso bei dem N, das ist ein Null-Scan, das ist im Prinzip ein komplett leeres Packet. Und dann am Schluss hätte ich noch den SU aufgeführt. Und zwar handelt es sich da um einen UDP-Scan, weil wir hatten bisher nur die TCP-Ports abgefarmt. Aber wenn da zum Beispiel ein Teamspeak-Server läuft oder sonst was, der operiert auch viel über UDP und den würden wir dann damit finden. Gut, dann kommen wir mal schon zur Nmap Scripting Engine. Und zwar ist Nmap nicht nur ein Portscanner, sondern liefert auch eine ziemlich mächtige Scripting Engine mit. Ich muss gestehen, ich habe für Nmap zwar selbst noch keine Scripts geschrieben, aber es gibt sehr, sehr viele Scripts, die man sich eben raussuchen kann, zum Beispiel das Woolen-Skript. Dazu gibt man einfach den Schalter minus minus Skript und dann Woolen ein. Und dann lässt Nmap alle Scripts, die eben dazu da sind, Schwachstellen zu erkennen, durchlaufen und gibt uns dann hier alle Informationen, die wir im Prinzip brauchen. Und zeigt uns hier zum Beispiel, dass es hier anfällig ist gegen zum Beispiel eine DOS-Attacke oder sonstige Sachen, die es eben sonst finden würde. Das ist hier leider ein bisschen unspannend, weil wir hier im Prinzip nur die Anfälligkeit auf die DOS-Attacke gefunden haben. Was man noch machen kann, ist E-Mails senden. Und zwar, wir wollen im nächsten Schritt, also in einem der nächsten Schritte, dann auch zum Beispiel Malware schreiben, die wir dann in unser Ziel eben schicken können. Und wenn wir zum Beispiel jetzt mal eine Exe an eine Firmen-E-Mail schicken, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es abgelehnt wird. Und wenn das so wäre, dann müssten wir uns irgendwas anderes überlegen, wie wir das dann eben verschicken können. Und zudem kann man dadurch dann, je nachdem, was für E-Mails man sendet, immer ein bisschen
Informationen darüber erhalten, wie die Firewall von Ihnen, von der Firma funktioniert und auch, was für ein Mail-Service dort läuft. Also jetzt mal angenommen, wir haben jetzt wirklich eine E-Mail und hängen da eine Excel-Datei an und die wird dann abgelehnt, dann kommt ja meistens nicht nur eine Ablehnung zurück, sondern vielleicht auch die Versionsnummer von der Firewall oder sonstige Geschichten, die uns vielleicht weiterhelfen, vielleicht auch nicht. Gut, und das war es auch schon wieder zum Vortrag.